herzlich willkommen zu Spielwelten vorgespielt. Ich bin Kim und heute geht es weiter mit Robinson Crusoe. Das sechste Szenario, Familie Robinson, steht jetzt auf dem Plan. Ja, die Charaktere müssen jetzt also dauerhaft auf der Insel überleben. Ob es mir gelingen wird, wer weiß, schaut's euch einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. In Szenario 6 Familie Robinson sind die Charaktere mal wieder auf einer einsamen Insel gestrandet, haben aber diesmal jegliche Hoffnung auf Rettung aufgegeben und versuchen auch gar nicht erst auf sich aufmerksam zu machen oder irgendwas zu bauen, um von der Insel wegzukommen. Nein, sie wollen sich jetzt hier auf ein dauerhaftes Überleben einrichten und bauen dann halt entsprechend Sachen, um ihren kleinen landwirtschaftlichen Betrieb aufzuziehen sozusagen. Ja, zu den Vorbereitungen wäre zu sagen, dass hier nicht 5 Erfindungen gezogen werden zu Spielbeginn, sondern ganze 9. Und Ziel des Szenarios ist es eben auch, diese 9 Gegenstände alle zu bauen. Zusätzlich muss auch noch ein Unterschlupf errichtet werden und Dach, Palisade und Waffenstärke müssen mindestens 1 betragen. Sollte am Ende irgendeiner Runde dies erfüllt sein, dann ist das Szenario gewonnen. Das Ganze wird halt über 12 Runden gespielt. Es kommen die unterschiedlichsten Wetterphänomene zum Einsatz. Und als besondere Regel werden hier auch Kinder geboren. Das heißt, ab Runde 7 kommt das erste Kind und das verbraucht eine zusätzliche Nahrung. Und sollte diese nicht aufgebracht werden können, aus welchen Gründen auch immer, dann verhungert das Kind leider. Und dann ist das Szenario sofort verloren. Ja, ab Runde 9 kommt dann das zweite Kind und das kostet dann entsprechend nochmal eine Nahrung mehr. Und ab Runde 11 das dritte und die verbrauchen dann halt insgesamt 3 zusätzliche Nahrung. Es wird also immer schwieriger, die eigene Gruppe zu ernähren. Ja, weitere Besonderheiten wären bei den Totem-Symbolen die Ödnis. Das heißt, wenn ein Inselteil mit Totem aufgedeckt wird und es ist das erste dieses Landschaftstyps, dann liegt eine Ödnis vor und dann wird ein grauer Marker platziert und es gilt als unerforscht. Und hier hat man auch eine besondere Aktion zur Verfügung, die Rekultivierung mit 2 Aktionssteine. Dann kann man nämlich einen solchen Marker entfernen und dieses Land halt wieder urbar machen, um halt die Erfindungen bauen zu können. Ja, eine Buchkarte heißt in diesem Fall einen schlechten Ertrag und man bekommt in der Produktionsphase nur die Hälfte der Ressourcen. Allerdings nicht, wie hier steht, abgerundet, sondern aufgerundet. Das steht halt so in den Erläuterungen im Regelbuch. Es wird also aufgerundet, ganz eindeutig. Ja, zu den besonderen Erfindungen. Man kann hier einen Zaun bauen, der benötigt nur eine Schaufel und das gibt eine Palisade. Und man kann einen Garten anlegen mit der Schaufel und 2 Nahrung und dann bekommt man 4 Nahrung raus. Halt einmalig, aber so kann man halt in einer Runde aus 2 Nahrung ganz einfach 4 machen. Ja, zu den Entdeckungsplättchen wäre zu sagen, hier kann man altes Werkzeug finden. Da hat man dann die Wahl, ob man das gegen Messer, Seile oder Topf eintauschen will. Das ist auch eine sehr wertvolle Sache. Ja, der Flug ist auch nicht zu verachten, damit kann man nämlich einen beliebigen grauen Marker von einem Inselteil entfernen. Das Schießpulver, das erlaubt den roten Würfel in der Wetterphase einmal neu zu würfeln, das ist jetzt nicht so die Welt, würde ich sagen. Ja, und Samen bringen eine haltbare Nahrung, ist natürlich auch durchaus praktisch, jetzt aber auch nicht so stark. Ja, das waren eigentlich alle Besonderheiten dieses Szenarios. Hier kommt es also wirklich auch darauf an, die richtigen Gegenstände zu ziehen zu Spielbeginn. Es gibt halt welche, die dieses Szenario unterstützen und welche, die mehr oder minder nutzlos sind, sag ich mal. Und dazu werde ich jetzt mal eine kleine Übersicht liefern, welche Gegenstände ich hier als besonders sinnvoll erachte. Ja, Tabula Rasa, ich werde jetzt also auf dieser freien Fläche die 9 Gegenstände präsentieren, die meine Bestbesetzung wären. Und ich beginne gleich mal mit dem Keller. Ganz klar, hier müssen Kinder versorgt werden. Das kann 3 zusätzliche Nahrung im schlimmsten Fall bedeuten. Und da ist es natürlich gut, wenn man seine Überschüsse über die Nachtphase hindurch in die nächste Runde retten kann. Dann hat man eventuell den Kopf mal frei nach einer erfolgreichen Jagd, um halt andere Dinge zu tun, wie die letzten Gegenstände zu bauen, die noch offen sind. Dann dazu, auch im Nahrungsbereich anzusiedeln, die Grube, von der bin ich ja immer ein großer Freund. Ja, die gibt 2 zusätzliche Nahrung mit etwas Glück und das ist eine ganze Menge wert, zumal die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel kostet. Ja, und als dritte Nahrungskarte
nämlich noch das Gehege dazu. Von dem bin ich ja eigentlich sonst nicht so begeistert, ganz einfach, weil ich immer mit dem Zimmermann spiele und dessen persönliche Erfindung, die Falle, ist einfach besser als das Gehege. Die kostet weniger und man muss auch keine Ressourcenquelle dafür blockieren, um an zusätzliche Nahrung zu kommen. Aber hier ist ja die Regel aufgehoben, dass nur 1+1 Nahrungsplättchen liegen darf. Und damit hat das Gehege hier durchaus seine Berechtigung. Wenn man nämlich Falle und Gehege baut, hat man auf einem normalen Feld mit Nahrungsquelle dann schon mal 3 Nahrung pro Runde sicher, wenn jetzt keine Buchkarte gezogen wird. Und damit sind ja im 3-Personen-Spiel schon mal alle Charaktere versorgt, ohne dass man irgendwas machen muss. Und mit der Grube dabei eventuell dann auch noch die Kinder. Insofern ist die natürlich auch hier besonders stark. Ja. Dann war es das auch mit der Nahrung. Jetzt geht es ums Wetter. Da nehme ich den Ofen dazu. Der weiße Würfel wird ja durchaus ein paar Mal mehr geworfen hier. Und da ist es schon praktisch, wenn man eine Schneewolke, die kommt, ignorieren kann, die einem dann auch kein Holz streitig macht oder im schlimmsten Fall auch Nahrung. Ja, ansonsten aber jetzt auch nicht das Stärkste. Da ist die Laterne hier dann durchaus besser. Die Laterne gibt einen braunen Aktionsstein und man muss ja auch eine ganze Menge Dinge hier bauen. Also ganz klar, dass dieser Stein eine Menge wert ist, ne? Eine Aktion sicher durchführen zu können, die man ansonsten eventuell unsicher hätte machen müssen. Ne? Das ist schon eine ganze Menge. Also ermöglicht ein durchaus beruhigteres Spiel. Ja, als nächstes setze ich mal die Trommeln und das Tagebuch hin, weil einfach beide dasselbe tun. Die geben nämlich Entschlossenheit dazu und das ist ja auch eine ganze Menge wert hier. Wenn man es schafft, beides zu bauen, kriegt man, also der Startspieler, 3 Entschlossenheit mehr. Und damit kann der Koch zum Beispiel eine zusätzliche Nahrung besorgen oder eine Regenwolke abwehren. Oder der Zimmermann kann sich einen braunen Aktionsstein sichern. Insofern also eine ganze Menge, die man damit anstellen kann. Aber auch andersrum, wenn die Moral mal im Keller sein sollte, dann können diese beiden Gegenstände schon alles ausgleichen, was man da an Negativeffekten hinnehmen muss und damit auch Lebenspunkte retten. Insofern, die sind eigentlich immer gut. Kleiner Nachteil natürlich, die kosten auch einiges. Und dann kommt noch der Sack dazu und der Korb. Die beiden Gegenstände ermöglichen ja effektiveres Sammeln. Und wenn man beide hat, dann kann man für eine Aktion gleich 3 Ressourcen einsammeln. Das ist ja schon ein deutlicher Fortschritt gegenüber einer. Und somit hat man dann auch Aktionssteine frei, die man anderweitig besser benutzen könnte. Ja, das wären also meine 9 beliebtesten Gegenstände in diesem Szenario. Das natürlich immer nur unter dem Aspekt des Nutzens, also nicht der Kosten. Wenn man darauf den also Schwerpunkt legt, dann müsste die Liste doch deutlich anders aussehen. Hier werden nämlich gleich 3 Fell benötigt, da muss man auch erstmal rankommen. Ja, und es müssen auch noch 4 von den Startgegenständen gebaut werden, um die anderen jetzt hier überhaupt bauen zu können. Okay, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Schaufel baut man sowieso in der Regel, das Seil ebenso, einfach um noch die Falle bauen zu können. Ziegel ja eher nicht, aber die geben ja wenigstens als Trostpreis ein Palisade dazu und Palisade braucht man ja auch in diesem Szenario und ähnliche Wirkungen oder Auswirkungen hat ja auch das Feuer. Ja, das sind jetzt also die Gegenstände, die ich am liebsten dort sehen würde. Mal schauen, wie viel im Endeffekt es dann in die Auslage schaffen. Es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt genau diese 9 kommen würden, aber wenn jetzt mal 3, 4 dabei sind, dann freue ich mich schon deutlich. Einer muss mindestens dabei sein, ne? Denn sonst würde das mit der Anzahl der Karten nicht hinhauen. Aber wenn jetzt sogar 4 oder 5 dabei sind, dann ist das eigentlich eine gute Ausbeute. Ja, nach diesem kleinen Überblick kann es dann endlich losgehen. Es wird also wieder damit begonnen, dass ich mir den Ereignisstapel zusammenstelle. 12 Runden sind ja zu spielen, das heißt 6 Karten von jeder Sorte werden gezogen. So, die hier auch. So, und solltet ihr mal wieder keine Lust haben, mir hier beim Mischen zuzugucken und lieber gleich ins Spiel einsteigen wollen, dann klickt jetzt hier auf den Start-Button, dann kommt ihr direkt zum Beginn der Partie. Und ich mache derweil hier weiter. So.
Ja, weiter geht's hier mit den Startgegenständen. Diese beiden sind es. Was habe ich? Die Rumflasche und Pfeife und Tabak. Ja. An sich sehr praktisch. So, dann mache ich mal hier mit den Inselteilen weiter. Geheimniskarten. Tierkarten. Eventuell werde ich jagen müssen, je nachdem wie viele Fälle ich benötige, die Gegenstände. Deckungsplättchen. So. Na, wo ist er denn? So, Abenteuerkarten. Und jetzt kommt es drauf an, was bekomme ich? Werden meine Favoriten dabei sein oder nicht? Wird es nur Schrott sein? So, ich gucke nicht hin, was ich hier mische. So, das soll es jetzt also gewesen sein. Die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Also ich habe das Tagebuch, das gehört ja dazu, der Keller, die Grube. Ja, der Graben jetzt nicht so sehr, Floß auch nicht, aber die Trommeln dafür wiederum. Der Ofen ganz definitiv, das Bett, naja, und die Mauer, naja. Das heißt, ich habe, wenn ich das so sehe, 5 meiner Top 9 Gegenstände gekriegt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Naja, immerhin, also mehr als die Hälfte, ist ja eine ganz passable Ausbeute. So, da ich die weißen Marker hier nicht brauche, werde ich damit mal markieren, welche Gegenstände ich definitiv bauen muss. Und das finde ich hier ganz sinnvoll. Dann sollte ich nochmal welche dazu kriegen, dann weiß ich definitiv, was hier meine 9 Gegenstände zu Spielbeginn waren. So, und jetzt werde ich nochmal mit den blauen markieren, welche meiner Startgegenstände ich definitiv bauen muss. Ich brauche also die Schaufel, das ist für ganz viel. Ich brauche das Seil und das war es auch schon, so wie ich das sehe. Ziegel brauche ich für den Ofen. Und die Mauer auch. Also, zu früh gefreut, aber das geht ja noch. Ich muss also insgesamt nur 12 Gegenstände bauen. Das ist es also. Ja, und dann kann ich auch direkt loslegen. So, ich spiele also mit der Konstellation Zimmermann, Forscher, Koch. Die hat sich ja durchaus bewährt. Ja, und jetzt muss ich mal schauen, was ich mache. Da ja hier die Schaufel ganz nützlich ist, sollte ich die schon in der ersten Runde bauen, um möglichst schnell die Grube hinzukriegen. Das könnte ja mein Nahrungsproblem ganz gut lösen. Da ich ja viel Nahrung ansammeln sollte, wäre auch der Keller möglichst bald angebracht. Ja, also hier passiert also erstmal noch nichts. Es gibt eine Nahrung, ein Holz. So. Dann werden jetzt Forscher und Koch sich definitiv ums Lager kümmern. Der Zimmermann baut die Schaufel. Ist ja halt wichtig für die Grube. So, aber der Forscher sollte sich auch Pfeife und Tabak hier mal zu Gemüte führen, um halt in bekannter Manier sich die drei Inselteile anzugucken. Oh, Unterschlupf, Flutz, Unterschlupf. Okay.
Ja, ich habe jetzt Glück gehabt und gleich zweimal einen natürlichen Unterschlupf gefunden. Ich würde den auf jeden Fall bevorzugen. Der hat zwar ein Totem-Symbol und damit habe ich noch kein Gebirge. Aber ein Gebirge brauche ich auch nicht zwingend. Und dafür hat er hier eine Nahrungsquelle. Das ist mir doch etwas wichtiger als das Holz. Jetzt, dann lege ich den auch ganz nach unten und den entsprechend nach oben. Und der wird dann auch hier erforscht. Dann habe ich eine gute Basis, um halt ringsherum wieder weiterzumachen. Ja, und jetzt muss ich mal schauen. Der Koch kümmert sich um Nahrung. Ja, und dann ist jetzt die Frage, einmal Nahrung mehr, dass alle essen können, oder die Schaufel sicher bauen. So, in dem Fall, angesichts der Dringlichkeit, würde ich definitiv sagen, die Schaufel ist wichtiger als jetzt diese eine zusätzliche Nahrung, die ich ja zur Not auch mit dem Rum ausgleichen kann. So soll es also sein und das Ganze wird abgehandelt. Koch besorgt also eine Nahrung, es wird gebaut und zwar sicher. Jetzt also schon mal im ersten Gegenstand die Schaufel. Basis für alles Weitere. Ja, und das war's mit dem Bauen auch schon wieder. Dann wird erforscht. Ein Forscher. Ja, der hat Glück. Aber auch leider einen Schaden genommen. Hier gibt es jetzt also den natürlichen Unterschlupf. So, es gibt das und das, damit ich es nicht vergesse, bevor ich hier die Abenteuerkarte ziehe. Mal sehen, was mich erwartet. Oh. Altes Grab. Du findest ein überwuchertes Grab. Zögernd riskierst du einen Blick hinein, bereust es aber gleich wieder, als du die verweste Leiche erblickst. Wirf eine Entschlossenheit ab, mische diese Karte in den Ereignisstapel. Ja, weil er nichts abwerfen kann, heißt das, er kriegt einen Schaden nochmal. Ja, und es droht dann, dass der Startspieler nochmal 2 abwerfen muss. So. Ja, das hatte natürlich ein Totem-Symbol hier, das muss ich abdecken. Das ist also eine Ödnis. So, und dann wird nochmal aufgeräumt, die Moral steigt um 2 und Forscher und Koch sichern sich auch 2 Entschlossenheit jeweils. Ja, und dann war es das schon. Kann man Zeug also reinbringen. Oh, ich habe eine Ziege gefunden, schon mal sehr praktisch. Leider habe ich noch keine Waffenstärke, um sie schlachten zu können. Ja, Wetter gibt es nicht in der ersten Runde, zum Glück. Ich ziehe also in den natürlichen Unterschlupf um. Und jetzt muss ich mir überlegen, wer nichts zu essen bekommt. Das würde ich mal sagen, ist der Zimmermann. Der kriegt die 2 Schaden, die anderen können essen. Das wird abgeworfen hier. Und dann war es das auch schon. Na, also... Je nach Auslage hier muss man halt schauen, was man baut. Die Schaufel ist aber eigentlich immer eine ganz gute Lösung. Und gerade wenn 3 Gegenstände sie benötigen, sollte man das definitiv machen. Ja, und mit etwas Glück hat man dann auch in der ersten Runde den natürlichen Unterschlupf gefunden und kann da erstmal bleiben. Denn das Wetter setzt sehr schnell ein hier. Und da würde ich sogar sagen, baut man erstmal dort das Dach, bevor man dann den tatsächlichen Unterschlupf hier errichtet und damit weiterziehen kann. Ja, soweit also zur Runde 1. Runde 2 bricht an und der Forscher ist Startspieler. Und der zieht jetzt auch eine Karte. Zerstörerischer Sturm. Der morgendliche Sturm wirbelt eure Gegenstände und Werkzeuge durch das Lager. Einige davon gehen zu Bruch. Oh je. Bei einer Waffenstärke von 3 oder mehr, minus 2 Waffenstärke, reduziere sonst die Waffenstärke auf 0. Na gut, das trifft mich jetzt nicht. Und neue Waffe. Für eine Aktion plus 1 Waffenstärke, nimm dir eine Entschlossenheit und wirf dann diese Karte ab. Ansonsten passiert nichts. Das ist ja doch mal ein Glücksfall, muss ich sagen. Das kommt mir sehr gelegen. So komme ich sehr günstig an die Waffenstärke 1, um auch die Ziege dann verwerten zu können. So, in der Moralphase gibt es nochmal 2 Entschlossenheiten mehr für den Forscher. Und in der Produktionsphase nur eine Nahrung diesmal. Ja, und ich bin mal wieder vor die Wahl gestellt, was ich mache. Jetzt steht natürlich die Grube ganz klar an. Nur leider
muss ich auch an genug Holz kommen, um hier mein Dach bauen zu können. Spätestens in der nächsten Runde. Ja, der Koch wird definitiv erstmal hier sich darum kümmern, dass die Waffenstärke rankommt. Dann kriegt er noch eine Entschlossenheit, die er auch ganz gut gebrauchen kann, um Regen abzuwehren später. Ja, der Zimmermann, der wird natürlich die Grube ausheben mit der Schaufel. Das kostet ein Holz. Und das sollte eventuell auch sicher stattfinden, wenn ich da gar kein Risiko eingehe. So, ja, der Forscher, der kann jetzt erst einmal sich nochmal die nächsten drei Teile ansehen. Mal gucken, was mich da so erwartet. Eine Steppe mit Totem, Hügel mit Totem ist klar und nochmal Hügel mit Totem, die haben ja nichts anderes. Ja, Hügel brauche ich, um Ziegel herzustellen und die Steppe für ein Seil. Aber da es ja alles keine wirklichen Geländetypen sind, sind ja alles Ödnisfelder, bringt mir das schon mal nichts. Also zumindest nicht sofort etwas. Ich kann die natürlich rekultivieren. Aber was ist jetzt wichtiger? Hügel? Ja, ich würde mal sagen, die Hügel sind wichtiger, denn es warten ja hier noch zwei Steppen, aber beide Hügel sind schon mal da. Das dauert also jetzt, wenn ich nach unten legen würde, bis das wieder dran kommt. Und dann nehme ich auch das Teil mit dem Holz nach oben. Und die beiden anderen dann nach unten. Ja, und dann wird er mal auf gut Glück hier zweimal erforschen. Mal gucken, was er sonst noch findet. Böse Überraschungen wird es ja wohl nicht so sehr geben. Ja, und dann würde ich mal sagen, macht der Zimmermann noch seine Aufräumaktion im Lager und der Koch hilft dem Zimmermann beim Ausheben der Grube. Ja, und dann wäre die Sache soweit erledigt. Es wird also abgehandelt. Der Koch nimmt sich eine Entschlossenheit und steigert die Waffenstärke um 1. So. Dann wird gebaut. Hier, ganz sicher. Einmal die Grube ausgehoben. Der Schaufel. Ja, und das war's mit Bauen schon. Dann gibt es jetzt Erforschen. So, wo fange ich an? Unten fange ich an. Das ist also ein schlichter Erfolg. Das ist immer gut. Das ist also ein Hügel, der kein Hügel ist. Zwei Entdeckungsplättchen kommen da drauf und eine Tierkarte. Also die neue kommt jetzt immer unten drunter. Erst ab der dritten werde ich dann wirklich mischen. So, dann muss ich eine Karte ziehen. Das fehlt mir auch hier. So, Tiger im Unterholz. Du bemerkst einen Tiger und versteckst dich. Wenn du jetzt zum Lager zurückkehrst, wird er dir sicherlich folgen. Entscheide. Wirf diese Karte ab und führe die Nachtphase außerhalb des Lagers durch oder mische diese Karte in den Ereignisstapel. Ja, und es droht dann, dass der Tiger angreift. Ja, je nach Ausrüstungslage kann das ganz übel sein. Ich habe hier nicht so viele Waffen, eigentlich gar keine Waffen, bis auf das Messer ausliegen. Das heißt, meine Waffenstärke wird sich eher im Bereich 1 bis 2 bewegen immer. Was hat er denn hier gefunden? Hat nur einen Schatz gefunden. Ich würde mal sagen, ich gehe das Risiko ein, dass der Tiger kommt. Dann muss ich die Nacht auch nicht im Freien verbringen. Zumindest auf dem Teil noch nicht. Wer weiß, was hier noch kommt. Das kommt natürlich erstmal dahin. So. Das ist auch ein Erfolg und auch eine Abenteuerkarte. So, dann gibt es hier Gebirge. Das ist jetzt zwar auch ein Totem, aber das zweite. Insofern habe ich das Gebirge also schon mal jetzt sicher. So, und Bambus. Du hast im Wald einige stabil wirkende Bambusrohre gefunden. Entscheide, wirf diese Karte ab oder nimm zwei Holz, misch diese Karte dann in den Ereignisstapel. Der Klang brechenden Holzes, der Bambus, ja. Ja, nehme ich aber. Da, ganz klar, da fackel ich nicht lange. Das brauche ich nämlich ganz dringend, um hier mein Dach bauen zu können. Da nehme ich auch in Kauf, dass das irgendwann mal wieder zusammenbricht und ich das erneuern muss.
Ich habe leider nichts zum Sammeln gefunden, so wie einen Sack oder so. Oder einen Korb. Ja, dann hat der ja schon mal Erfolg gehabt. Das ist eigentlich ganz super. Und der Forscher, nicht der Forscher, der Zimmermann räumt nochmal auf und kriegt zwei Entschlossenheit auch. Ja, und das war's dann schon wieder mit den ganzen Aktionen. Den Baumstamm, den Schatz und Gift. Praktisch, falls der Tiger kommt. So. Und vor allem hier jetzt auch eine Grube, der ich gut an Nahrung kommen könnte. Ja, dann wird natürlich geguckt, was der Schatz ist. Der Helm. Ein Helm, naja. Du hast einen rostigen und arg beschädigten Konquistadorenhelm gefunden. Er scheint aber noch brauchbar zu sein. Behalte diese Karte. In jeder Runde kann ein Charakter diese Karte nehmen und in jedem Kampf eine Wunde zu ignorieren, die er erleidet. Am Ende der Runde wird die Karte wieder neben das Spielbrett gelegt. Okay, ist jetzt nicht ganz unnütz, klar, aber ich hätte mich über andere Dinge mehr gefreut, muss ich dann doch sagen. So, Decken. Decken wären super gewesen hier. Oder auch ja, Weinflasche oder was. Oder auch hier eine Machete, nicht Machete, Muskete ja, zum Jagen. Naja, egal. Ne? Muss halt mit dem leben, was ich finde. Ein Helm ist ja besser als nichts. So, Wetter gibt es jetzt nicht. Und in der Nachtphase wird erstmal die Ziege hier geschlachtet. Dennoch muss einer hungrig bleiben. Würde ich mal sagen, ist es diesmal der Koch, weil der gar nichts Schaden genommen hat bisher. Die bleiben immer noch in ihrem natürlichen Unterschlupf, wo sie gleich auch das Dach errichten werden. Ja, und dann geht es in Runde 3 schon über, wo das Wetter anfängt schlechter zu werden. So, jetzt ist also der Moment erreicht, wo ich das Dach bauen muss. Aber erstmal muss ich hier eine Karte ziehen. Rudel Wildhunde, Sie haben ein neues Jagdrevier entdeckt und gefährden dadurch eure Versorgung. Mal wieder das grüne Abenteuerplättchen gelegt. Die eurem Lager am nächsten gelegene Nahrungsquelle ist erschöpft. Lege einen grauen Marker darauf. Ist keine verfügbar. Erleidet jeder Charakter einen Schaden. Es ist eine verfügbar. Jetzt kann ich mich entscheiden, ob Vogel oder Fisch. Ich nehme jetzt einfach mal den Fisch. So, Konkurrenz vertreiben für zwei Aktionen und zwei Waffenstärke. Nimm dir eine Entschlossenheit, reaktiviere die erschöpfte Nahrungsquelle, entferne den Marker, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten droht, dass der Effekt der Karte nochmal ausgeführt wird. Ja, schade, dagegen kann ich jetzt erstmal nichts tun, da ich nämlich leider gar keine zwei Waffenstärke habe. Muss ich erst noch das Messer bauen oder so, wenn ich mir das überhaupt erlauben kann und will. Na egal. Auf jeden Fall in der Moralphase gibt es dann auch nochmal zwei Entschlossenheit für den Koch. So, und jetzt muss ich wiederum würfeln. Jetzt ist ja die Grube da. Jawohl, es gibt also drei Nahrung insgesamt. Eine hierfür, zwei für die Grube. Und damit habe ich schon ausgesorgt. Muss ich mich in der Runde also nicht mit befassen. Das ist ganz gut so, denn ich habe genug andere Sorgen. So, der Zimmermann wird also definitiv verbilligt, auch für zwei Holz, das Dach errichten. Und irgendwer muss ihm dabei helfen, ob jetzt er selbst oder jemand anders sei dahingestellt. Ja, und der Forscher guckt sich mal wieder die nächsten drei Teile an, wie gewohnterweise. Denn ich möchte immer noch ein besseres Teil bekommen. Steppe, okay. Nochmal Steppe. Und noch ein Fluss. Fluss ist jetzt nicht ganz so wichtig hier. Steppen wären ganz brauchbar. Zumal die auch kein Totem-Symbol haben. Ja, dann nehme ich natürlich die mit rein und der Nahrungsquelle. Und komme mit der Fluss halt als vorletztes, Steppe als letztes, die Steppe nach oben. Aber es ist immer noch nicht das Teil, was ich wollte. Das ist schade. Denn ich wollte eigentlich eins mit zwei Ressourcenquellen hier hinlegen, um dann später hierhin umziehen zu können, um dann dauerhaft dort zu bleiben. Ja. Hilft ja nichts, dann wird er erstmal dort die Steppe erforschen. So, und jetzt sind nicht mehr so viele Teile übrig. Naja, man muss mal schauen, was er dann macht. Vielleicht wird er ja versuchen, das Messer zu bauen.
Oder, naja, komm. Er hilft erstmal beim Wichtigeren, dem Dachbau. Damit wäre das schon mal erledigt. Ja, jetzt könnte man drüber nachdenken, irgendwie die Hügel zu rekultivieren. Denn damit würden da auch schon viel mehr Optionen freigeschaltet. Ich könnte die Ziegel hier kriegen, die ja definitiv benötigt werden. Und mit den Hügeln könnte ich dann auch mit dem einen Fell, was ich schon habe, die Trommeln bauen, um an weitaus mehr Entschlossenheit zu kommen. Ja, und das lohnt, glaube ich, wirklich. Na, das wäre also eine gute Möglichkeit, damit kann man eine ganze Menge anfangen, mit zwei Entschlossenheit mehr pro Runde. Ja, dann macht doch, wer macht das denn? Das macht dann der Koch. Der muss sich ja in der Runde nicht um Nahrung kümmern. Der wird also hier die Sonderaktion ausführen. Und dann bleibt immer noch der eine Stein vom Zimmermann, der irgendwas bauen könnte. Ich glaube, der... Macht er das? Macht er wirklich das Messer? Das würde natürlich schon eine Menge bedeuten, wenn er hier jetzt eine Waffenstärke 2 produziert, dann kann ich das hier abwehren und hier wartet ja auch noch irgendein blöder Tiger darauf, mich zu überraschen. Das Problem ist, dass ich das Messer nicht dringend brauche. Das ist immer so ein fader Beigeschmack. Ich habe so viel zu bauen, dann sollte ich die Aktion, die ich habe, auch dafür nutzen, eigentlich das zu bauen, was dringend notwendig ist. Ja, ja komm, mache ich aber. Was soll der Geiz? Einmal ein Messer. Ja, dann soll es das gewesen sein. So, es wird also abgehandelt. Ja, wann diese Aktion Rekultivierung reinkommt, weiß ich nicht, ist aber im Prinzip egal. Ich handle sie jetzt einfach mal so ab. Dann kann ich das hier entfernen und habe ab sofort also Hügel zur Verfügung. Auch hier brauche ich Hügel. So. Ja, dann habe ich ja das schon mal erreicht. Dann passiert hier nichts. Es wird gebaut. Dann wird erstmal das Dach der Stufe 1 errichtet, verbilligt für 2 Holz. Statt 3, dann darf er noch mal würfeln, ob er doch das Messer bauen kann. Nein, 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 er kann das Messer nicht bauen. Und dafür nehme ich jetzt auch nicht Pfeife und Tabak, sondern er kriegt einfach 2 Entschlossenheit, nimmt den einen Schaden, zieht sich zurück, dann wird es halt später was mit dem Messer oder gar nicht. So, und dann wird hier noch was erforscht. Jawohl, damit ist das Steppenteil dann auch vorhanden. So, jetzt kommt ein weiteres Tier. 3 Entdeckungsplättchen. Und die Steppe ist da. Hierher. Auch fürs Bett. Ja, und ich muss eine Karte natürlich ziehen. Gefährliche Gegend. Die Gegend ist voll gefährlicher Tiere. Lege erhöhte Gefahr auf das Inselteil, das du erforscht hast. War das Erforschen nicht erfolgreich? Lege erhöhte Gefahr auf das Inselteil, das du erforschen wolltest. Sobald es erforscht ist, wird das Plättchen auf das Inselteil gelegt. Um in den folgenden Runden auf diesem Inselfeld erforschen oder dem Inselteil sammeln zu planen, muss die Waffenstärke mindestens 1 betragen, sonst erleidet der Charakter eine Wunde. Ja, damit kann ich jetzt durchaus leben, das ist jetzt nicht so die Welt. So, ja, und dann ist die Runde auch schon wieder vorbei. Und was habe ich bekommen? Samen. Eine Ziege, eine weitere. Und eine alte Machete. Hey, ja, dann hat sich das ja so erledigt. Dann habe ich ja dadurch die Waffenstärke 2 erreicht. Ja, dann kommt jetzt der Regen. Und ich hoffe, dass es nur eine Wolke ist. Und es ist nur eine Wolke. Glück gehabt. Die wird vom Dach also abgefangen.
passiert nichts weiter. In der Nachtphase können die alle essen. So, und dann habe ich Runde 3 überstanden. Mehr schlecht als recht. Im Moment fühle ich, dass das ein bisschen stagniert, aber kommt mir vielleicht auch nur so vor. Ich habe ja schon mal eine ganze Menge jetzt hier freigeschaltet. Also ich kann alles bauen, was ich bauen muss im Moment. Jetzt bis auf die Sachen, die Holz benötigen. Da fehlt mir halt auch was. Ja, und Felle natürlich auch. Da habe ich auch eins. Nein, habe ich im Prinzip nicht. Ich brauche 2 Felle. Ich habe hier noch eins liegen. Noch die Ziege gibt mir das 2. Dann habe ich alles. Habe einen Baumstamm, ein Holz. Es fehlt im Prinzip ein Holz genau. Ja, dann geht es jetzt also schon in Runde 4. Jetzt ist wieder der Zimmermann Startspieler. Ach, das wird noch weggeworfen. Der zieht sich auch eine Karte. Oh, jetzt bitte nichts mit Lager versetzen. Das wäre ganz ungünstig. Schreckliches Wetter. Ihr wacht nass und durchgefroren. Es wird ein harter Tag werden. Mal wieder grün. Gibt es nur grün, ne? Lege das Regenplättchen auf das Wetterfeld. Genau das brauche ich jetzt. Und Windschutz. Für eine Aktion ein Holz. Nimm der Entschlossenheit, wirft dann diese Karte ab. Ansonsten lege das Schneeplättchen aufs Wetterfeld. Juhu. Ja, es gibt nochmal 2 Entschlossenheit für den Zimmermann. Und jetzt muss ich wieder würfeln, ob meine Grube mir Nahrung gibt oder nicht. Ja, gibt sie. Das ist gut. Brave Grube. So soll es sein. Ja, dann tausche ich das nochmal ein, bevor es in die Aktionsphase geht. Schlachte ich denn jetzt die Ziege oder nicht? Dann muss ich ja auch den Keller ausgraben, sonst habe ich ja viel zu viel Nahrung. Nahrung verschwenden kann ich mir nicht leisten. Ja, die Ziege darf erstmal noch in Ruhe weiter grasen. Denn so viel werde ich nicht bauen. Ich werde erst einmal Trommeln errichten. Das macht er mit einem Fell. So, das Regenplättchen macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Das könnte ja durchaus dazu führen, dass ich 3 Wolken bekomme im schlimmsten Fall. Naja. Aber das Risiko muss ich wohl eingehen. Ja, dann wird der Forscher in der Runde nichts erforschen, sondern beim Bau des Tagebuchs helfen. Das kommt ihm da ja auch zugute, weil er dann ja derjenige ist, der in der nächsten Runde davon profitiert als Erster. Ja, und dann wird sich hier noch einer drum kümmern müssen. Ich nehme mal an, das hier. Dann gibt es eine Entschlossenheit. Das kann der Koch ganz gut gebrauchen. Der schnappt sich dann den Forscher und macht das dann. Waffenstärke 2 habe ich ja. Ja, dann muss noch irgendwas anderes gebaut werden. Und ich nehme mal an, das wird das Seil sein. Ja, der Zimmermann, der hat ja eine Menge Entschlossenheit jetzt hier, sehe ich gerade. Der kann also die 3 hier einsetzen, um sich einen braunen Stein zu schnappen. Damit kann er dann auch sicher das Seil bauen. Das wäre natürlich jetzt sträflicher Leichtsinn, das jetzt nicht zu tun, sobald es möglich ist, denn damit kann er ja die Falle bauen und das gibt Nahrung. Und die Grube ist ja doch eine relativ unsichere Geschichte. Also die Erfolgsaussichten sind zwar hoch, aber eben nicht 100%. Und dann sollte man sich auch nicht zu 100% darauf verlassen. So, was macht der Koch jetzt noch? Der könnte natürlich jetzt auch versuchen, irgendeinen dieser Gegenstände zu bauen, zum Beispiel den Keller oder die Ziegel. Nächste Runde kommt schon der weiße Würfel. Das heißt, wenn ich mir vom Ofen jetzt recht früh profitieren will, sollte ich jetzt schon versuchen, die Ziegel zu bauen. Ja, und dann muss das wohl auch so sein. Ja, dann werde ich aber noch mal kurz umdisponieren. Denn dann bauen Koch und Forscher das Tagebuch.
und der Zimmermann die Ziegel. Ja. Ja, dann ist es so und es wird abgehandelt. Zunächst mal hier. Man gibt halt eine Entschlossenheit nochmal für den Koch. Und ich darf den wieder entfernen. Die Ressourcenquelle steht mir also wieder zur Verfügung. Dann wird nicht gejagt, aber gebaut. Ja, mache ich erstmal hier die sichere Sache. Das Seil wird sicher geknüpft. Und auch das Tagebuch wird geschrieben. Auf Ziegenhaut. Nein, das ist nicht das Tagebuch. Ah, das sind die Trommeln. Mein Gott, das Tagebuch liegt hier. Die Trommeln werden natürlich gebaut mit Ziegenhaut. Für den besonderen Klang. Ja, und dann gibt es nochmal den Versuch, Ziegel zu töpfern. Natürlich ist das kein Erfolg. Ja, aber da gibt es ja nochmal die Rettung. Ja, Pfeife und Tabak. Na, für einmal neu würfeln. Na. Ja, hilft nichts. Es bleibt dabei. Ich kriege also zwei Entschlossenheit zwar, aber aus den Ziegeln wird nichts und ich muss eine Karte ziehen. Besuch eines Raubtiers. Während ihr arbeitet, verirrt sich ein wildes Tier in euer Lager. Es frisst eure Nahrung und entkommt. Wirf eine Nahrung ab, misch diese Karte in den Ereignisstapel. Ja, super. Erneuter Besuch, dann wird der rote Würfel. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, das war jetzt natürlich ein Reinfall, möchte ich mal so behaupten. Aber man muss auch mit Rückschlägen fertig werden. So, das war alles soweit. Es kommen also die Trommeln und das Seil ins Spiel. So. Ja, dann kommt die Wetterphase. Und ich muss den Würfel werfen. So. Eine Regenwolke und noch eine Regenwolke. Okay, damit kann ich leben, denn der Koch hat jetzt fleißig hier Entschlossenheit gesammelt. Der kann das hier also einsetzen, um eine Regenwolke abzuwehren. Die andere wird vom Dach aufgehalten und dann war es das auch. Bin ich da also nochmal glimpflich davongekommen. Ja, und dann werde ich jetzt wohl doch die Ziegel schlachten müssen. Für eine Nahrung ein Fell. Denn da mir ja irgend so ein schäbiges Vieh was weggefressen hat. So. Ja, in der Nacht bleiben die natürlich immer noch da. Und so langsam sollte ich mir aber mal Gedanken machen, da weiterzuziehen. Jetzt werden also die drei Nahrung hier vertilgt und auch das kommt weg alles. Ja, kurzes Resümee. Läuft ganz gut, würde ich sagen. Hätte mich natürlich sehr gefreut, hätte das ja mit den Ziegeln geklappt. Vielleicht waren die sogar noch ein bisschen, naja, will ich jetzt nicht sagen, dass die besser gewesen wären als die Trommeln. Die sind natürlich auch nützlich. Und zur Not hat der Koch ja noch ein bisschen hier was in der Hinterhand, um Schneewolken abzuwehren. Ja, dann geht's in die Runde 5. Es wird also der Schneewürfel geworfen. Forscher ist Startspieler. Und muss eine Karte ziehen. Hochwasser. Der nahe Fluss führt Hochwasser. Das könnte für das Lager gefährlich werden. Erstmal wird das graue Plättchen gelegt. Lege außerdem das grüne Abenteuerplättchen auf den Kartenstapel erforschen. Liegt aber schon. Und dann Kanalgraben für eine Aktion und ein Holz oder die Schaufel. Nimm dir zwei Entschlossenheit, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten werft alle eure Ressourcen ab. In dieser Runde wird die Produktionsphase übersprungen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ungünstig und muss auf jeden Fall verhindert werden. Ja, dann gibt es jetzt also zwei Entschlossenheit aufgrund der Leister und dann nochmal zwei Entschlossenheit wegen der Trommeln. Das ist also schon mal eine ganze Menge mehr. Ja, und immer noch, nein, stopp, erstmal würfeln. Jawohl! Die Grube bleibt zuverlässig. Na, wenigstens das. Ja, und was ist jetzt in der Runde geplant? In der Runde ist natürlich geplant, die Falle zu errichten, auf jeden Fall.
Ja, und was dann noch? Jetzt sollte ich natürlich versuchen, auch mal an die Ziegel zu kommen, aber der Forscher wird sich hier erstmal die nächsten drei Teile angucken, um jetzt hier das Beste rauszusuchen. Ja, da bin ich jetzt schon einmal durch sozusagen. Ja, dann ist das definitiv das Beste. So, geht's also unten drunter, das nach oben. Und da soll also meine dauerhafte Heimat sein, in dieser Steppe, wenn ich denn geschafft habe, einen Unterschlupf zu errichten. Okay, da sollte noch einer abwehren, habe ich gesagt. Das kostet Holz, das will ich eigentlich jetzt nicht machen. Also ist das andere sowieso wichtiger und das macht dann auch der Koch. Der hat ja die Schaufel zur Verfügung und dann kriegt er nochmal zwei Entschlossenheit mehr. Das kommt ihm ganz gut zugute. Und angesichts des Schnees wird er sehr wahrscheinlich auch was loswerden. Was machten jetzt die anderen noch mit ihren restlichen Aktionssteinen? Ziegel, sagte ich, sollen gebaut werden. Dann hilft der Forscher beim Bau der Falle. Der Zimmermann versucht, die Ziegel zu bauen. Was macht der Koch noch mit seiner letzten Aktion? Er könnte natürlich auch irgendwas bauen. Oder es zumindest versuchen. Ja, der wird dann notgedrungen das Tagebuch versuchen. Und der Zimmermann hat ja noch drei, um sich hier so einen braunen Stein zu holen, dass die Ziegel diese Runde definitiv stehen. Dann kommt der Ofen zwar etwas verspätet, aber wird mir immerhin noch in Runde 6 dann zur Verfügung stehen. Ja, so soll es also sein. Ein vorsichtiges Vorantasten in der Insel und jetzt mal auf jeden Fall zusehen, dass die Nahrungsversorgung sichergestellt ist. Okay, dann wird hier wieder angefangen. Es gibt zwei Entschlossenheit. Hier passiert nichts. Hier fange ich mal damit an. Das ist also sicher. Ziegel gibt es. Und dann ist auch genauso sicher, dass es eine Falle gibt. Und die gibt dann auch nochmal zwei Entschlossenheit dazu. Ja, und dann wird noch einmal gewürfelt für den Koch diesmal. Der sich an seinem Tagebuch versucht und es schafft ohne irgendwelche Zwischenfälle. Das ist ja gut. Ja, dann war es das mit Bauen, so wie ich sehe. Es fehlt nur noch die eine Aktion des Forschers. Ja, der Fragezeichenwürfel muss er nicht werfen. Mal schauen, ob das klappt. Es klappt. Gibt einen Schaden. Er hat Erfolg. Aber muss auch eine Karte ziehen. Auswirkungen eines Feuers. Ein Flächenbrand hat die gesamte Gegend verwüstet. Lege einen Marker auf eine Ressourcenquelle auf dem Inselteil, das du erforscht hast. Sie ist nun erschöpft. Ja, war das nicht erfolgreich? War erfolgreich? Ja, super. Ja, muss ich dann wohl rekultivieren? Wird mir nichts anderes übrig bleiben oder notgedrungen ein anderes Teil nehmen? Das gehört mir auf jeden Fall. Ja, und dann? Ja, komm, weg. So. Was habe ich denn? Kerzen, immerhin etwas. So, ab sofort habe ich jetzt also auch das Tagebuch auf Ziegenhaut. Die Falle muss jetzt schon hier irgendwo außerhalb platziert werden. Und Ziegel geben ein Palisade. Ja, das war jetzt natürlich ein sehr blödes Ereignis, muss ich sagen. Das hat mich jetzt doch richtig geärgert, aber damit muss ich auch leben. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. So, und jetzt wird der weiße Würfel geworfen in der Wetterphase. Na, natürlich eine Schneewolke. So, da ich keinen Bock habe, Holz auszugeben, gibt der Koch lieber drei Entschlossenheit aus, macht daraus eine Regenwolke und die wird ja wiederum von meinem Dach abgefangen. Insofern habe ich das jetzt auch überstanden.
Ja, und dann gibt's die Nachtphase, da bleiben die immer noch da und essen fröhlich ihre Vorräte. Und das hier wird alles weggeworfen. Ja, und ich schaue noch mal aufs Brett und sage, ich muss definitiv noch einen Unterschlupf bauen und dafür fehlt mir nun mal Holz. Ja, und dann fehlen immer noch sechs Gegenstände. Aber ich habe ja auch noch 7 Runden Zeit. Es geht ja jetzt in Runde 6. Und da werde ich definitiv den Ofen auch bauen, damit ich eventuell dann vom Schnee geschützt bin. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Also der Koch ist jetzt Startspieler und muss eine Karte ziehen. Bitte nicht. Oh, Dammbruch. Unaufhaltsame Fluten zerstören alles in ihrem Weg. Eine Buchkarte, die erste in diesem Spiel jetzt, also Hälfte der Produktion. Ja, in der Produktionsphase in dieser Runde erhaltet ihr zusätzliches Holz, aber keine Nahrung. Lege das Abenteuerplättchen auf den Kartenstapel erforscht, das Grüne. So. Ja, und Schutz suchen für eine Aktion und die Schaufel nimmt ja Entschlossenheit, wirft dann diese Karte ab. Und wenn möglich, dreht 2 gebaute Gegenstände wieder auf die Erfindungsseite. Ja, sowas ist hier natürlich die Hölle. Das muss auch auf jeden Fall verhindert werden. Ja, jetzt stehe ich da. Okay, es gibt definitiv erstmal 2 Entschlossenheit plus 3 zusätzliche durch die Gegenstände. Das ist also schon mal eine Menge. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich an meine Ressourcen komme. So, ich bekomme also keine Nahrung und 1 zusätzliches Holz. Und dann kriege ich nur die Hälfte, aber wenigstens aufgerundet die Hälfte. Also 1 Holz. Immerhin. So eine Nahrung liegt hier ja noch versteckt als Samen rum. Wenn der Koch hier die Nahrung produziert mit der Steinsuppe, könnte ich ja auch einen Garten errichten. Dann käme ich an die Nahrung, die ich brauche für die Runde. Ja, dann mache ich das so. Er wird also 3 ausgeben, um ein leckeres Steinsüppchen zu kochen und mir eine Nahrung zu bescheren. So, das wird also eingetauscht. Und ich bekomme noch eine haltbare Nahrung. Ja. Und ich habe immer noch ein massives Holzproblem. Also jetzt werde ich nicht darum kommen, auch mal Holz einzusammeln, denn ich muss so langsam mal einen Unterschlupf errichten. Mit meinen 2 Waffenstärken lohnt es sich nicht, auf die Jagd zu gehen. Ja. Also wird der Forscher wohl noch mal gucken oder will der einfach so erforschen? Also im Moment ist ja eigentlich egal, komm, er erforscht einmal noch so. Vielleicht hat er Glück und kriegt da noch was. So, wer macht jetzt das da? Das macht der Koch, der wird definitiv das abwehren. Und dann können Koch und Forscher rekultivieren die? Nein, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Der Ofen ist wichtiger. Den bauen die dann. Ziegel habe ich ja. Damit könnte das auch mein Schneeproblem lösen, eventuell. So. Jetzt ist aber noch keiner sammeln gegangen. Obwohl ich sehe gerade, mit dem Baumstamm und den 2 Entschlossenheit, die er hat, muss ich auch gar nicht sammeln gehen. Baumstamm gibt 1 Holz. Damit habe ich 2. Die brauche ich ja auch nur. Dann nehme ich mir noch Kerzen dazu. Und dann bin ich auch sicher, endlich meinen Unterschlupf bauen kann. Yeah. Ja, und dann ist jetzt noch die Frage, was der mit dem Rest macht. Ich würde ja fast sagen, der versucht sich am Keller. Obwohl, nein. Irgendwie ist mir was in meiner Planung durcheinander gekommen, sehe ich gerade. Ich habe ja vergessen, dass ich noch in dieser Runde hier den Garten bauen wollte. Das werde ich dann definitiv
sicher machen. Also wird er hier nicht erforschen, das ist nicht unnötig. Zwei Nahrung gehen halt dahin. So, bisschen mehr Konzentration hier, sonst überlebt es sich nicht auf der Insel. Ja, also so sollte es dann auch ganz sein. Also der Koch kriegt mal wieder eine Entschlossenheit und darf diese Karte abwerfen. Upp. So, dann wird wiederum nicht gejagt, aber gebaut. Es gibt endlich, tada, einen Unterschlupf. Große Freude. Ich darf es umdrehen. In Runde 6 dann schließlich doch. Und jetzt ist auch der Schrecken gebannt, dass wenn ich umziehen muss, all das hier verliere. So, dann wird hier noch gebaut. Auch sicher. Das habe ich dann auch einmal gebaut. Es gibt also 4 Nahrung. Und ja, dann noch hier den Ofen. Und das war's dann auch schon. Ich habe hier einmal Fell liegen. Und das war's auf jeden Fall auch alles. Dann steht mir ab sofort ein Ofen zur Verfügung, nebst 4 Nahrung. Ja, schade. Mal gucken, ob ich die Nahrung, die ich da übrig habe, noch mit dem Koch verwerte oder nicht. Aber warum eigentlich nicht, wenn denn? Ja, erstmal schaue ich, was es hier überhaupt so gibt. Eine Schneewolke, die ich ignorieren kann mit dem Ofen. Also alles kein Problem. Wunderbar, dann gibt es die Nacht. In der Nachtphase, ja, es ist sogar die Frage, ob die da bleiben oder nicht. Erstmal muss jeder essen, das ist also ja schon mal klar. Und dann wird der Koch auch eine Nahrung ausgeben und dem Zimmermann dann 2 Lebenspunkte zurückzugeben. Ja, und dann können die tatsächlich umziehen. Was verliere ich? Gar nichts. Ne? Zack. Zack. Ne, die Hälfte ist immer noch 1 jeweils. Ne, und ob ich jetzt hier nur eine Nahrung kriege oder hier, macht eigentlich keinen Unterschied. So. Ja. Dann geht es in die nächste Runde, wie ich das so sehe. Das wird hier mal wieder abgeworfen. So, und jetzt wird das erste Kind geboren. Jetzt wird es also heikel. Ich muss also definitiv jetzt schaffen, immer mindestens eine Nahrung ranzuschaffen. Sonst habe ich verloren. Ja gut, Zimmermann, gib dein Bestes. Schau dir an, was es hier so gibt. Versorgungskrise. Der Orkan hat die ganze Nacht gewütet. Langsam werden die verfügbaren Ressourcen knapp. Buchkarte, also nur die Hälfte aller Erträge. Ja, wähle 2 Ressourcenquellen auf Inselteilen, die an euer Lager grenzen und lege je einen Marker darauf. Sie sind ab sofort erschöpft. Ja, das macht jetzt natürlich den Unterschied, dass ich nur diese beiden nehmen kann. Hier hätte ich natürlich eine größere Auswahl, aber Pech gehabt. Ja, und Versorgung sichern für eine Aktion und die Schaufel, nimm dir eine Entschlossenheit, wirft dann diese Karte ab. Ansonsten wird noch eine Ressourcenquelle erschöpft. Das geht natürlich gar nicht. Ja, dann das glückliche Spiel. 2 noch immer für die hohe Moral und 3 aufgrund von Trommeln und Tagebuch. Ja, und dann muss ich mal würfeln. Wo ist er denn? Das ist der entsprechende. Bob, der hat mir auch einen Erfolg beschert. Das sind also 2 und dann nochmal 2 und davon die Hälfte wegen der Buchkarte macht 2. Ja, was ist dann in der Runde noch zu tun? Es müssen noch so ein paar Gegenstände gebaut werden. 2 auch noch Holz kosten. Das ist natürlich blöde, wenn man kein Holz hat. Das heißt, ich sollte definitiv das hier rekultivieren.
hier auf jeden Fall abwehren. Ja, und dann gucken, was da noch so kommt. Vielleicht irgendwie an Nahrung kommen. Ne? Ja, warum nicht? Warum nicht? Also, der Zimmermann, da er jetzt ganz viele Entschlossenheit hat, gibt sich erstmal so ein braunes Steinchen und kann da was bauen. Sicher, was baut er denn? Er baut den Keller sicher, genau. Und jetzt mit den Kindern sollte man dann durchaus auch mal Nahrungsvorräte anlegen können. So, dann fehlt immer noch ein... Ja komm, dann wird der sich tatsächlich auch darum kümmern, das da abzuwehren. So, dann Koch und Forscher gemeinsam rekultivieren, nämlich das hier. Ja, und dann könnten die jetzt noch irgendwas bauen zusammen oder aber auch was sammeln oder erforschen. Ja komm, der forscht und der versucht unsicher noch irgendwas hier zu bauen als kleinen Bonus. Angesichts der Tatsache, dass da jetzt der rote Würfel geworfen wird und die Palisade dann beschädigt werden könnte, baut er jetzt einfach mal die Mauer. Obwohl, Jagd. Haha, halt, Jagd, Jagd. Ich habe ja viel zu wenig Nahrung, sehe ich gerade. Immerhin nur 2 Waffenstärke, aber nee, die müssen zusammen jagen gehen. Das geht gar nicht anders. Der Koch ist so gut dabei noch von seinen Lebenspunkten her. Der hat da also nichts zu befürchten. Er hat ja auch noch einen Helm gefunden. Na, dann wird das schon gut gehen. Und ich muss ja noch an ein bisschen Nahrung kommen. Wäre ärgerlich, wenn ich da jetzt das verlieren würde deswegen. Ja gut, dann wird es so sein, das ist also dann deutlich notwendiger und dann wird auch abgehandelt. Beginnen wir also wieder hiermit. Dann wird der Würfel oder der Marker entfernt. So, hier gibt es dann also eine Entschlossenheit. Da hat er auch wieder 3, das ist gut. So, und dann wird gejagt. Mal gucken, was die hier so aufdecken. Die Gemse, 3. Ja, der kann den Helm nehmen, das gibt also keinen Schaden. Die Waffenstärke leidet leider ein bisschen. Es gibt 3 Nahrung und ein Fell. Und dann ist die Gemse Geschichte. So, und dann wird noch ein Keller ausgehoben, dass das ganze gute Gemsenfleisch auch erhalten bleibt. Ja, und dann war es das schon wieder, wie ich so sehe. Ich kann also meine Nahrung reinkarren. Ja, und dann wird gewürfelt. Also einmal der orangene und der rote Würfel werden geworfen. Ja, das ist ein gutes Ergebnis. Hier einmal Regen nur und gar nichts beim Roten. Nochmal Glück gehabt. So. Ja, und eine zusätzliche Nahrung fürs Kind geht dann drauf. 3 für die Leute. Und ja, heilen ist jetzt nicht so sinnvoll, würde ich sagen. Das heißt, die bewahren die tatsächlich im Keller auf. Für spätere Zeiten, die auch durchaus schlechter sein können. Ne? Ja. Und dann wird es abgeworfen und es geht in Runde 8. Der Forscher guckt sich dann mal an, was er hier so kriegt. Schreckliches Geheul. Das Brüllen, welches ihr in der Nacht vernommen habt, kündigt neue Probleme an. Oh, mal wieder eine Buchkarte. Ziehe 3 Karten vom Tierkartenstapel. Wähle das Tier mit der höchsten Stärke und lege die Karte dann nach oben auf den Jagdstapel. Ja, 1, 2, 3. Und was? Und damit hätten wir Böcke mit Stärke 4, ein Fuchs mit Stärke 2 und Vögel mit Stärke 1. Ja, die werfe ich jetzt einfach mal ab. Böcke sind also die stärkste Bedrohung, die ich gezogen habe. Die kommt also nach oben.
So, Expedition. Für eine Aktion und Feuer lege die oberste Karte des Jagdstapels unter den Jagdstapel, nimm dir Entschlossenheit, wirf dann diese Karte ab. Und ansonsten droht der Startspieler, zieht die oberste Karte vom Tierkartenstapel und bekämpft das Tier. Vom Tierkartenstapel, ne? Also, hier. Das ist natürlich unschön. Vor allem kann ich das, weil ich das Feuer nicht habe, nicht abwehren. Und das heißt, wenn ich den Schnee weg, also verhindern will, dass der Schnee kommt, muss ich jetzt, müsste ich Holz aufbringen. Ja, aber ich denke, damit kann ich auch fertig werden. So, der Forscher kriegt jetzt erstmal wieder einen ganzen Haufen Entschlossenheit, nämlich 5. Und ja, es war wieder eine Buchkarte dran, das heißt, es gibt nur die Hälfte. Und diesmal gibt es auch nichts in der Grube. Die erste Runde, in der die Grube versagt hat, Mann, hat aber lange gehalten. Ja, dann gibt es halt das und davon die Hälfte wäre das. Also das Holz ist mir jetzt schon wichtig. Ja, aber die Gegenstände kann ich nicht bauen damit, denn ich muss da was abwehren. Ja, dann würde ich mal sagen, wehrt der Koch mit dem einen Holz das ab, denn den zusätzlichen Schnee, den muss ich mir da echt nicht geben. Das Feuer zu bauen nochmal, nö. Der Forscher wird vielleicht einfach mal erforschen. Zumindest dann mal. Naja, obwohl das ist ein bisschen viel, ne? Das muss er ja nicht unbedingt, ne? Nee, das spart er sich dann auf. Werde ich einfach mal hier zu dem Trick greifen, verbilligt bauen zu können. Schnappt er sich den Forscher, baut dann sicher. Aber das, nein, das kostet 2 Holz, verdammt. Wieder geschielt. Ja, das bringt natürlich nichts, dann muss er noch eine Runde warten. Denn den Graben, der ist jetzt nicht so prickelnd. Dann wird er noch eine Runde warten müssen und dann stattdessen die Mauer bauen. So, Nahrung kommen. Ich weiß ja jetzt, was mich erwartet. Böcke erwarten mich. Ich habe noch eine Rumpflasche, also da wäre durchaus noch was drin. Ja, komm, dann machen die das so. Und der Zimmermann, ja, komm, baut das Bett noch. Oder nimmt er doch den Graben? Ja, doch, wäre eigentlich sinnvoller, den Graben zu nehmen. Der kann den ja verbilligt bauen, ja, aber dann sollte der auch, ne, der Erforscher wird dann hier nichts erforschen, sondern beim Bau des Grabens helfen. Ne, warum ich das so mache, der kann das halt nur einmal pro Runde einsetzen. Ne, dann kann er halt in der Runde mit dem einen Holz auf das eine Holz verzichten und da wir sehr wahrscheinlich in der nächsten Runde ein Holz bekommen werden, hoffe ich zumindest, kann dann das Floß auch verbilligt gebaut werden mit diesem einen Holz und dann könnte es schon sein, dass ich alles erfüllt habe am Ende der nächsten Runde. Ja, und dann wird mal wieder abgehandelt. Das geht also weg, das Holz, zur Abwehr von Schnee. Er darf sich doch mal eine Entschlossenheit nehmen, der gute Koch. Und dann, ja, welche Überraschung, es gibt Böcke mit Waffenstärke 4. Ich habe 1, das gibt 3 Schaden, der Helm verhindert einen Schaden. So, dann können die Rumpflasche die beiden anderen Schadenspunkte verhindern. Waffenstärke sinkt um 1 auf 0. Ja, super. Muss ich halt doch noch das Messer bauen. Es gibt auf jeden Fall 3 Nahrung und ein Fell. Ja, und dann war es das auch mit den guten Böcken. Die kommen also weg. Und es wird gebaut. Erstmal sicher der Graben.
dann nochmal ganz unsicher die Mauer. Und ganz unsicher ist das auch ein Erfolg, ohne irgendwelche Vorkommnisse. Ja, dann war es das schon wieder. Meine Aktionen sind doch sehr begrenzt. Es gibt also eine Mauer und damit zwei Palisade dazu. Und der Graben gibt auch nochmal zwei dazu. Das heißt, ich bin jetzt schon bei 5. Okay, ja, dann gibt es jetzt Wetter. Also nochmal Orange und Rot. Hui, eine Regenwolke, damit kann ich leben. Und dann greift mich auch noch ein Tier an. Oder greift uns ein Tier an. Und das ist ja jetzt richtig übel. Ja, da wäre das Schießpulver vielleicht doch nicht verkehrt, um den nochmal neu zu würfeln. Ja, dann kriegt jetzt jeder 3 Schaden. 1, 2, 3, Moral sinkt. 1, 2, 3, Moral sinkt. 1, 2, 3, Moral sinkt. Ja, so muss es halt dann doch sein. Pech gehabt. Naja, noch ist das ja keine lebensbedrohliche Sache. Jetzt in der Nachtphase muss man halt das Kind essen und die 3 Erwachsenen. Da ist immer noch einer übrig, den ich mir auch aufspare. Da wird also nichts geheilt oder dergleichen. So, und es geht in Runde 9. Da müsste jetzt der Weiße mit dem roten Würfel geworfen werden. Das wird abgeworfen und der Koch ist Startspieler. Ja, und mit ein bisschen Glück habe ich es dann am Ende dieser Runde geschafft. Hängt jetzt auch so ein bisschen davon ab, was der hier zieht. Verheerender Wirbelsturm. Der Wind tobt durch euer Lager und richtet schweren Schaden an. Ja, das graue Plättchen liegt. Halbiert eure Dachstärke oder eure Palisade. Ergebnis aufrunden. Ja, ich nehme natürlich die Dachstärke. Halbiert ist das nämlich immer noch 1. So, und Reparaturen. Für eine Aktion ein Holz. Plus 1 Dach oder plus 1 Palisade, falls ein Unterschlupf vorhanden ist. Das ist natürlich jetzt wiederum so bitter, weil verlockend. Ja, dann gibt es nur 3 Entschlossenheit. Also nur 3 für den Koch. Ja, der kann natürlich jetzt mit der ganzen Entschlossenheit auch mal eine Regenwolke abwehren. Also brauche ich das ja eigentlich nicht in der Runde. Ne? Das wäre eigentlich nur Luxus, der das nur unnötig hinauszögert. Ne? Ich muss in der Runde Dinge bauen. So, jetzt gibt es aber erstmal Erträge in der Produktionsphase. Jawohl. Also, 2 für die Grube. 2 hierfür, also für Falle und dann und das eine Holz noch. Nichts halbiert, das ist alles meins. Ja, ich merke gerade, wo ich mein Denkfehler war. Ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, ich habe nur 1 Entschlossenheit hier beim guten Zimmermann und der kann gar nicht verbilligt bauen. Das heißt, es wird doch noch eine Runde dauern. Ja, macht nichts. Dann kann ich mir immerhin noch ein schönes neues Dach leisten. Natürlich könnte der Forscher jetzt auch erstmal hier 3 abwerfen. Sich 2 hier mal nehmen und angucken. Ja. Super, altes Werkzeug. Ja, wäre natürlich weitaus besser gewesen, wäre es früher im Spiel gekommen, aber es ist doch gar nicht so unnütz, wie ich jetzt auf den ersten Blick dachte, denn das ermöglicht mir ja auch den Topf bauen zu können sofort. Und das heißt, dass ich dann mit dem Gift sofort 2 Waffenstärke kriege und ich muss ja mindestens 1 haben. Dann müsste ich gar nichts aktiv bauen und könnte mich dann auf andere Dinge konzentrieren. Ja, ja, machen wir es doch so. Komm. Blätter sind zwar schön, aber dann wird halt auch das daraus.
Ja, und dann kann ich also den Topf umdrehen und erhalte auch zwei Waffenstärke. So, und jetzt kann ich in die Aktionsphase eintreten. Nochmal zusammenzufassen, einer sollte hier ein Dach bauen. Dann muss mindestens ein Gegenstand gebaut werden. Das Floß kann ich nicht bauen. Das Messer bauen zu müssen, kann ich mir also sparen. Dann würde ich doch mal glatt sagen, der Koch kümmert sich hier mit dem einen Holz um noch ein schöneres Dach. Und warum denn nicht? So, und dann kann der Zimmermann was baut er? Baut er das Bett jetzt oder baut er vielleicht einfach nochmal ein Dach? Gibt ja auch Punkte. Damit hätte ich da gar nichts zu befürchten. Oder vielleicht baut er das Messer und wenn dann nochmal das Tier mit der Stufe 3 kommt. Ja, komm, machen wir es doch so. Baut er zusammen mit dem Koch das Messer und zusammen mit dem Forscher ein Bett. Dann habe ich das auf jeden Fall erledigt. Genug Nahrung ist da. Ja, und dann kann der Forscher noch mal einmal hier erforschen auf gut Glück und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Zack. Koch kriegt ein Dach der Stufe 2 hin, einfach indem er Holz einsetzt. Und dann wird nicht gejagt diesmal, aber gebaut. Es gibt endlich ein Bett in der bescheidenen Hütte. Aber es ist auch endlich ein Messer vorhanden. So, das war also alles, was das angeht. Und dann wird nochmal erforscht. Das ist natürlich kein Erfolg, aber er darf ja nochmal neu würfeln. Ja, und das ist ein Erfolg. Zacki, zacki. Ja, und es sind Hügel. Juhu. Eine Karte muss auch gezogen werden. Verlaufen. Du hast dich verlaufen und schaffst es vor Einbruch der Nacht nicht zum Lager. Am nächsten Morgen kehrst du mit etwas Holz zurück. Führe die Nachtphase außerhalb des Lagers durch. Am Anfang der nächsten Runde, noch vor der Ereignisphase, erhaltet ihr zwei Holz sofort verfügbar. Juhu. Und er hat einen Schatz gefunden. Ja, was dieser Schatz ist, kann er sich natürlich gleich angucken. Da muss er natürlich auch nicht lange warten. Amulett mit dem Porträt einer hübschen Dame. Gebt euch Hoffnung, wenn ihr am Verzweifeln seid. Legt insgesamt 2 Marker auf Moralsenken, Symbole beliebiger Charaktere, auch desselben. Für den Rest des Spiels werden diese beiden Symbole ignoriert. Behaltet diese Karte zur Erinnerung. Ja, jetzt würde ich ja mal sagen, sind natürlich die, die als nächstes hier drohen, sowas zu überschreiten. Okay, dann bleibt der also die Nacht auf dem Feld. Es gibt ein Messer, die Waffenstärke geht also auf 3 hoch und es gibt auch ein Bett. Ja, dann war es das. Es wird also gewürfelt, jetzt mit dem weißen und dem roten Würfel. Juhu. Ja, eine Schneewolke und die Palisade bricht um einen weg. Das kann ich also sehr gut verkraften. Die Schneewolke, ja, der Koch wird diese Schneewolke in eine Regenwolke umwandeln für 3. Und dann prasselt die einfach an meinem Dach hernieder und macht gar nichts. So, ja, in der Nacht essen die Kinder. Das ist ja schon das zweite Kind geboren und die beiden Erwachsenen. Und der Forscher bleibt hungrig, weil er im Freien übernachtet.
Und er muss im Freien übernachten, deswegen auch nochmal ein Schaden dafür. Oh, oh. Ja, aber das war's dann. Die Nacht ist also überstanden. Es wird alles eingesammelt und das wird jetzt auch die letzte Runde werden, nehme ich an. Runde 10 also, mit dem Zimmermann nochmal als Startspieler. Ich muss nur noch einen Gegenstand bauen, nämlich das Floß. Das sollte ja zu schaffen sein. Und dann noch zu schaffen, bis zum Ende der Runde zu überleben. Auch das sollte im Bereich des Möglichen liegen. Ja, und dann war es das. Dann können Sie da glücklich und zufrieden leben. So, erstmal kommt natürlich der Forscher zurück mit seinen beiden Holzstückchen. Und dann wird eine Karte gezogen hier. Wow, was ist es? Abgrund. Während des Orkans gab es einen Erdrutsch. Euer Lager liegt nun gefährlich nah am Rand eines Abgrunds. Mal wieder hier die. Wenn möglich, wähle ein eurem Lager benachbartes Inselteil und drehe es auf die Rückseite. Es kann ab sofort nicht mehr betreten werden. Ja, nehme ich doch das hier. War eh unnütz. Und Brückenbau, dann vereine Aktion 2 Holz, nimm dir 3 Entschlossenheit und drehe das durch diese Karte umgedrehte Inselteil zurück. Wirf dann diese Karte ab und ansonsten droht halt, dass das Inselteil für immer umgedreht bleibt. Ja, das kann mir sowas von egal sein. Ja, der Zimmermann bekommt jetzt nochmal 3 Entschlossenheit aufgrund der Gegenstände. Und in der Ertragsphase gibt es ja die volle Ertragszahl. Jawohl. Also wiederum 4 Nahrung und 1 Holz. Damit lässt sich jetzt doch arbeiten. Ich habe genug Nahrung herbeigeschafft. Wobei da natürlich immer noch was geht. Aber gerade der Forscher ist ja jetzt schon arg angeschlagen. Ja komm, der wird jetzt erst einmal dem Zimmermann helfen und das Floß bauen für 2 Holz. Hier finde ich die. Der muss das ja gar nicht mal verbilligt machen jetzt. Ja, ich könnte jetzt noch mal was anderes bauen. Einfach um noch mal einen Punkt mehr zu kriegen oder so. Zum Beispiel, dann kommt, nimmt er sich 3, kriegt er noch einen, baut er noch mal das Feuer. Gutes Feuer sollte ja auch nicht fehlen. Frage ist, warum es erst jetzt passiert. So, dann kann der Forscher sich nochmal ausruhen. Koch hat auch genug Entschlossenheit. Ja. Kann sich auch ausruhen. Ne? Da muss nichts mehr abgewehrt werden, denn so lange bleibe ich ja nicht mehr auf der Insel. 2 zusätzliche Nahrung, 3, ja. Einmal geht er noch Nahrung sammeln und dann ruht er sich auch aus und das war's dann. Na, ja, dann wird gebaut. Erstmal für 2 Holz und ein Seil, ein Floß. Und Zonsteine muss ich ja jetzt nicht mehr platzieren, die brauche ich ja nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz muss ja seine Ordnung haben, das kommt natürlich erstmal dahin. So, und dann wird einmal gesammelt. Das ist das erste Mal, dass ich sammle in diesem Spiel, oder? Habe ich das schon vorher mal getan? Ich weiß es gar nicht. So, er hat Erfolg definitiv, muss aber auch eine Karte ziehen. Es gibt also einmal Nahrung dazu. Und was sagt die Karte? Ressourcenquelle erschöpft oder was auch immer. Felle! Du hast in einer Höhle einige Tierfelle gefunden. Entscheide, wirf diese Karte ab oder nimm 2 Felle, mische diese Karte in den Ereignisstapel. Ungeziefer, ne. Verlauste Felle können da hängen, wo sie sind. Und ich mache jetzt weiter hier. Ja, dann ist der Forscher dran, der ruht sich einmal aus, gibt einen Lebenspunkt und der Koch, der kann das Bett dann auch nutzen, der kriegt also nicht nur den einen Lebenspunkt zurück, sondern auch noch eine Entschlossenheit.
Ach nee, da gibt es ja auch noch, ja stimmt ja, es gibt ja einen Lebenspunkt zusätzlich beim Bett. Nee, der nimmt das Bett nicht, der nimmt das. So, hatte ich ja so gesagt. Ne? Also, der ist im Bett, der hat also zwei Lebenspunkte geheilt und eine Entschlossenheit bekommen. So, ja, dann war es das schon. So kann es gehen. Es gibt also mit Feuer nochmal einen Palisadenpunkt. Dann habe ich das Floß gebaut. Es sind also alle Gegenstände errichtet worden. Jetzt muss ich nur noch schaffen, durchzuhalten. Also weißer Würfel und roter Würfel. Was gibt es Schlimmes? Zweimal Regen und sonst nichts. Wird gekonnt abgewehrt von meinem perfekten Hightech-Dach. Ja, und dann müssen zwei Kinder versorgt werden. Und drei Erwachsene. Und einer kann noch mal geheilt werden. Sogar von der Kochfähigkeit. Komm, kriegt der Forscher noch mal zwei Lebenspunkte mit dieser restlichen Nahrung. Und dann habe ich das Spiel gewonnen. So, ganz unspektakulär. War jetzt auch gar nicht so schlimm. Also, mein Tipp definitiv, so früh wie möglich den natürlichen Unterschlupf finden und dann da reinziehen und erstmal das Dach bauen und dann hinterher den Unterschlupf errichten, um weiterzuziehen. Ne, ansonsten muss man halt gucken, was die Gegenstände einem bieten und wo man das meiste herausholen kann. Ne, aber alles, was Nahrung, also zusätzliche Nahrung verschafft, das sollte doch schon möglichst früh gebaut werden, damit da nichts ins Hintertreffen gerät. Okay, ja, dann fehlt eigentlich noch kurz die Punktevergabe. Es gibt also einen Punkt pro Lebenspunkt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Punkte. Oh, ist ja schon ordentlich. So, dann 2 pro Waffenstärke, also 6 macht 30. Schöne runde Zahl. Dann nochmal 3 pro Dach, macht nochmal 6, also 36 und 3 pro Palisade. Das sind 5, also 15 macht 51. Ja, und dann noch 2 Siegpunkte pro Gegenstand. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das mal 2 macht 32. Das plus 51 macht 83. Ja, 83 Punkte ist schon mal eine ordentliche Leistung. Also dieses Szenario, wenn es denn mal einigermaßen gut läuft, ist jetzt also nicht so wahnsinnig schwierig. Man muss halt wissen, wie man vorgeht und halt unnötige Dinge weglassen. Dann klappt das auch schon. Und so lebten die Charaktere glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage auf der einsamen Insel, aßen brav ihr Gemüse und zogen ihre Kinder groß. Ja, so ist es also ausgegangen. Ich habe es geschafft und ihr seht, es war deutlich leichter als die Insel der Kannibalen oder zumindest deutlich planbarer. Ja, wie geht's weiter mit Robinson? Ich werde jetzt noch nicht mit der Beagle weitermachen, denn es fehlt ja noch King Kong. Dieses Zusatzszenario, das hatte ich glaube ich schon beim zweiten Video angekündigt, dass ich das auch machen werde. Ne, also, ihr müsst euch noch ein wenig gedulden. Ich weiß, ist schon lange hin, die Erweiterung ist lange draußen, aber ich habe halt nicht so viel Zeit leider. Seht's mir nach. Ja, und als nächstes wird es auch kein Robinson-Video geben, sondern wieder ein anderes Spiel. Ich versuche das jetzt also immer im Wechsel zu halten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ihr seid wirklich top. Und ich freue mich auch über all eure Kommentare. Schreibt fleißig weiter. Ja, viel Spaß beim Spiel, sage ich mal. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.